Okay. Sind oft offenbar voll. Oh boy. Da ist vielleicht ein kleines bisschen die Geschwindigkeit nicht ausreichend für das Förderband. Okay. Okay. Hallo und herzlich willkommen zurück zur neuen Folge von Let's Play Great Above and Beyond. Und heute bei der Trader-Falle Deluxe da hinten. Offenbar ist meine Entfärbungsmaschine Dual Purpose, denn sie schafft es auch, Mopse quasi festzuhalten an der Stelle. Speziell in dem Fall den Trader, der jetzt nicht mehr wegkommt. Aber keine Sorge, Herr Kollege, wir retten dich. Wir retten dich. Wir strecken gleich mal die Hand aus. Ja, warte. Hier, halt dich mal fest. Ah, schade. Na gut. Anyway, nachdem wir das geklärt haben, wir haben ja letzte Folge schon so ein bisschen rumgetödelt. Wir können jetzt die explodierten Singularities von hier nehmen, darüber schaufeln, dann werden die gefärbt und dann gehen die da rein. Logischerweise, und das wurde auch schon erwähnt, werde ich den Blödsinn hier nicht ständig von Hand machen wollen. Da wirst du ja bekloppt bei, wenn ich das ständig rüberlaufe und dann die Sachen dann da reinschmeißen muss und dann musst du gucken, dass es wieder passt und das ist ja Blödsinn. Ja? Außen brauchen wir da oben das, noch das Barrel tatsächlich, sonst wird es ja nichts. Zack. Denn die sind ja wieder spezial mit NBT-Daten und so weiter. Die lassen sich ja wieder nicht kombinieren. Machen wir gleich mal fertig. Wir gehen mal ein bisschen Kobalt holen gerade und dann machen wir nochmal ein Barrel. Über mehr Kobalt. Na, da ist wieder Blut drin, aber. Ja, sogar ein bisschen. Sogar ein kleines Schleimball sogar schon. Guck mal an. Nett. Zack. Ah ja. Ein bisschen was an Kobalt haben wir jetzt da. Sehr gut. Dann gib mich mal ein Barrel. Machen wir mal so 16, wa? Machen wir 16 Barrels fertig. Zack. Dankeschön. Was ist das? Und dann können wir da mal ganz dezent jetzt das Barrel draufpacken. Aber wie gesagt, ich will halt eben nicht jetzt da jetzt ewig lange drum rumfummeln mit, sondern es soll halt schon sinnvoll irgendwie funktionieren. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall die Verbindung darüber bringen, dass der von da drüben halt eben dann da rein kann. So. Danke. Jetzt muss ich gucken, dass jetzt hier irgendwie der... Ah ja, da war er schon. Gut, hier haben wir jetzt 2023. Ja, hier müssen wir auf jeden Fall Upgrades reinmachen, sonst wird das ganz, ganz schnell ganz, ganz kacke. Und... Wir müssen diese Sachen, das Rüberschaffen machen wir später. Wir müssen uns erstmal darum kümmern, dass wir hier nicht volllaufen. Sonst haben wir hier gleich einen Haufen, das Bälleparadies hier. Und zwar nicht auf die gute Art. Wir müssen als erstes mal darum kümmern, dass hier unten der Abfluss geschaffen wird. Und ich brauche erstmal eine sinnvolle Variante, um dort laufen zu können überhaupt. Und dazu werde ich mich hier dem bedienen hier. Einfach die Dings hier. Die Stahlgitter machen. Die sind da, glaube ich, am besten geeignet für. Die Steel... Trapdoors. Können wir sogar die machen hier. Oh, okay. Obwohl, das ist ja im Grunde dasselbe, ne? Hier machen wir jetzt aus 4,16 und da würden wir machen aus 5,20. Ist es im Grunde dasselbe, nur halt eben anders. Okay. Dann lassen wir ganz kurz mal die Dinger machen hier. Mal so ein Stack und dann einmal umwandeln zu zwei Stacks Trapdoors. Dann sehen die auch ein bisschen anders aus und es gibt noch eine kleine Differentiation mit zwischen den Jungs. Aber ich kann die trotzdem nicht hier ranpappen. Machen wir dann wieder in die Richtung. So. Und dann kann man darauf langlaufen dann. Wenn man dann möchte. So, einmal die Reihe durch und dann mit dem Zauberstab
den Rest voll machen. Und da kann ich darauf langlaufen, dann haben wir halt ein schönes Gitter davor. Dann sieht es nicht ganz so kacke aus. Aber man sieht trotzdem noch die Güllegrube. Das wäre mir wichtig. Der Wand, da ist er. That's all I want. Richtig. So. Wird, glaube ich, nicht ganz reichen, was wir. Ja, das wird nicht ganz reichen. So. Okay. So weit, so gut. Dann machen wir nochmal einen halben Stack fertig, wa? Würde ich sagen. Also nochmal 32. Und dann die nochmal umbrezeln zu den Dings. So. Das sollte es aber reichen dann. Ah, nicht ganz. Okay, es fehlen. Wow. Wirklich jetzt? Okay, na dann. Ich meine, ein bisschen Stahl haben wir ja da. Wir können das nur noch mal neu machen. Das ist ja nur Eisen durch einen Blast für uns jagen. So. Dann nochmal, bitte. 4. Okay. Der Rest des Stahls kommt weg. Und wir gehen jetzt runter und machen dann jetzt da unten den Blödsinn weiter. So. Also haben wir hier auf jeden Fall eine schöne Ecke, wo wir auch laufen können. Können dann darauf arbeiten und so weiter. Und es sieht gut aus. Ich finde, es sieht gut aus, oder? Also ich finde das super. Hier unten kommt dann die Güllegrube rein. Ich werde auch nach und nach noch den Boden ersetzen durch die Dings. Ich habe unten schon mal angefangen. Man sieht es vielleicht unten. Ich habe unten schon mal angefangen und habe das schon mal unten ringsrum schon komplett alles voller den Dings gemacht. Alles voller Smoothstone gemacht. Wenn das Wasser steigt, ziehen wir das höher. Der Smoothstone brennt bereits durch. Wir haben jetzt aber erstmal andere Sorgen. Wir müssen jetzt nämlich erstmal uns darum kümmern, dass wir die Entwässerung vornehmen. Lass mal kurz gucken, wo die hier sind, alle Mann. Da war, glaube ich, hier. Nee, hier bin ich falsch. Ging hier los. Hier sind, glaube ich, die. No? Okay, dann ist hier das. Ah ja. Dann haben wir 1, 2, 3 und 4. Nee, hier drüben sind die 4. Okay. Das hier ist dann das komplette. Hier ist nichts, ne? Genau. Und da ist nur noch einer und hier ist dann schon wieder nichts mehr, genau. So. Da müssen logischerweise Rohre ran, ganz klar. Pipes. Ich packe kurz mal Sachen, die wir nicht brauchen. Die Farbe kann weg. Das kann erstmal weg. Die Schüsseln können erstmal weg. Die Barrels brauche ich erstmal nicht mehr. Den Kristall behalten wir am Mann. Die können weg. Der weiße Sand kann weg. Schlüssel kann auch erstmal weg. Der kann weg. Okay. Wir brauchen jetzt genau die Fluid Pipes. Die sollen jetzt hier ja das chromatische Zeug abziehen. Und entsprechend dann auch entsorgen. Das Entsorgen machen wir über eine Hose Pulley. Hatte ich dir schon mal vorbereitet. Wollte ich machen, habe ich aber noch nicht gemacht, oder? Sieht so aus. Hätte ich es noch nicht gemacht. Nee. Damit möchte ich es gerne machen. Das heißt, ich brauche nochmal einmal so ein. Habe ich das nicht schon gemacht? Ich dachte, ich hätte ihn schon vorbereitet. Offenbar nicht. Na gut, wir brauchen nochmal eine Kupfermaschine. Das ist nochmal 8 von den Sealed Mechanisms. Zack, dann eine Dings machen. Und diese dann versehen. Nee, einfach nur im Stonecutter verarbeiten. Und dann wird daraus direkt die Hose Pulley. So, zack. Einmal den. Danke. Dann haben wir schon mal die Crank. Damit können wir dann das manuell hoch und runter lassen. Und wir brauchen logischerweise noch eine Pumpe, die das Zeug dann da reinpumpt. Pump. Pump. Pump up the jam. There we go. Der Wand kann weg. Und wir gehen hier wieder runter. Okay, dann machen wir mal die Hose Pulley.
Die Pumpe machen wir irgendwie hier. Warte mal, wo, haben wir hier irgendwie einen guten Anschluss? Hier wäre ja, glaube ich, was frei, ne? So. Wir könnten hier mit dem Chain Drive die Energie abziehen. Oder mit einem weiteren Belt runtergehen. Die Pumpe wäre jetzt hier an der Stelle dann. Und wir könnten es auch. Ja, aber du musst dich in den Boden weglassen, ist ja auch kacke. Am sinnvollsten wäre schon so, ne? Nicht so, sondern... Nee, auch nicht. Auch nicht. Am sinnvollsten wäre es halt direkt so runter. Zack. Muss halt nur dann dort das antreiben mit den Zahnrädern. Und dann darauf jetzt eine Gearbox am besten. Ja. Einfach eine Gearbox, die nach unten zeigt. Noch eine? Vermutlich nicht. Nee, habe ich nicht. Okay, dann machen wir schnell eine. Drehen die dann hochkant. Und packen die dann so ran. Zack. Genau. Einmal ein Schaft. Einmal ein Zahnrad. Ja. Das würde schon mal gehen. Ich lasse immer noch offen, weil wenn ich das mache, habe ich gleich hier die Suppe an den Füßen. Das will ich logischerweise nicht. So, das Hose-Pulley sollte dann hier drauf am besten. Genau, da wäre der... Genau, da wäre die... Das passt perfekt. Da ist der Anschluss. Da kommt die Crank ran. Kann ich die durchleiten? Nee, wahrscheinlich nicht, ne? Nee, ich weiß nicht, aufmachen. Nee, okay. Muss also weg. Okay, kein Problem, können wir hin. Reißen wir das kurz weg. Bin ich an? Jetzt. Okay, den wieder zu. Und jetzt können wir da runterkurbeln. Oder auch nicht. Achso, mit Shift, genau. Und können jetzt das Ding runterlassen. Okay. So weit runter, wie wir möchten. Du kannst es auch oben lassen, dann füllt er halt eben den gesamten Schacht von unten nach oben auf, aber ich mag es halt gerne, das so nach und nach hochzuziehen, tatsächlich. Das klingt jetzt mal generell, glaube ich, nicht so verkehrt. Hier geht ganz schön weit runter, der Spaß. Hier gehen wir bis dahin, wo ich schon die Dings gemacht habe. Bis wo ich schon die Wand verkleidet habe. Das ist nämlich ein guter Anfang. Ein bisschen muss er noch. Ein bisschen muss er noch. Ist sehr schwer zu sehen, aber ein bisschen noch. So. Das Essen. Mein Wassereimer nehmen gerade. A bucket of water. Denn hier ist irgendwie Wassermangel. So, Dankeschön. Packt mal wieder zurück, nur falls man Wasser braucht irgendwo. Man weiß es ja nicht, ne? Okay, bist du jetzt auf der richtigen Höhe? Bin mir gerade nicht ganz so sicher. Close enough. Okay, jetzt klemmen wir da dann die weiteren Schläuche ran. Und lassen jetzt dort das Zeug reinlaufen. Okay. Pumpe aktiv. Und da fließt die Suppe unten schon raus. Jawohl, das passt. Und viel wichtiger ist, oben können wir jetzt weiterarbeiten. Weil jetzt wendet ihr Zeug los und damit geht das Gemurmel in die nächste Runde. Na, gucke. Einwandfrei. Geschwindigkeit ist völlig ausreichend. Ihr seht schon, es wird auch weniger hier. Und wir kriegen da jetzt wunderschön. Wunderschön. Wir kriegen da jetzt unsere Kugeln
Wie sieht's hier aus? Der füllt sich. Oh, der füllt sich. Okay. Hier wird es bald zu voll werden. Dann wird es dann hier bremsen. Aber ist ja nicht schlimm. Wir können den ruhig auf 32 lassen. Weil der bremst ja nur da hinten. Der bremst dann hier auf dem Förderband und so weiter, aber das ist ja kein Problem. Wir können da auch mehr reinmachen. So ist jetzt nicht. Wir haben ja ein bisschen was an Mats da. Aber generell müssen wir es eben nicht machen. Okay, damit ist jetzt auch das fertig. Das Anfärben ist jetzt komplett sicher. Und jetzt können wir hier oben den Schredder übertragen. So, wo war jetzt hier der... Ich muss kurz mal gucken gehen, wo jetzt die Dings war. Hier drüben irgendwo. Ah ja, warte mal, da sehe ich doch schon was. V3x3. Okay, die Lampe lässt sogar stehen. Perfekt. Oh, was haben wir denn da noch? Nanu? Wo kommst du denn noch her? Danke. Kaffeebeeren. Okay. Weird. Warten wir nicht so alles finden. Und da ist jetzt schon. Guck doch mal. Das ist doch ausgezeichnet, oder? Das ist doch jetzt ausgezeichnet, ist das. Da ziehen wir jetzt die Pfeife runter. Und dann hier drüben wieder hoch. Oder am besten hier hinten, wa? Ne, wir müssten es ja... Okay, dann könnten wir es eigentlich so machen. Dann ziehen wir mal die Jungs hier rüber und machen dann zum Ausgleich auf der anderen Seite die Verbindung. So. Okay. Und jetzt mit den Piepen, den Brasspipes, das Zeug hier runterziehen. Zack, zack. Kommen wir logischerweise nicht weiter, aber jetzt da runter. So. Und das wird jetzt dann die Verbindung. Kurz noch den abklemmen hier. Der soll nämlich nicht da rein. Ups, Entschuldigung, mein Fehler. So. Genau, ausgezeichnet. Und dann einmal von hier abziehen, den Spaß. Machen wir dann abziehen oder machen wir dann anfordern? Abziehen, ne? Ich würde sagen, wir machen wieder anfordern. Dann dauert es zwar ein bisschen länger, bis der anfängt. Und der hat halt längere Pausen drin, ne? Wenn das Barrel leer ist. Aber das Problem ist, wenn ich senden mache, auf Dauer senden schicke, dann schickt er halt wirklich immer, dann laufen die Dinger hier drinnen hin und her. Ist halt Blödsinn. Dann lieber so machen. Wir brauchen noch ein bisschen mehr Brasspipes. Wo sind sie denn? Da. Da sind sie. Und dann... 16, reicht das? Ja, also ich will vermeiden, dass er mir wirklich dann die Sachen die ganze Zeit rüberschickt. Es wird natürlich dazu kommen, dass wenn das Ding leer ist, fordert er die ganze Zeit an. Das heißt, auch wenn bereits Dinger hier in der Pipe unterwegs sind, dann würde er das Zeug trotzdem anfordern. Ja. Das lässt sich jetzt leider nicht wirklich umgehen. Aber es ist trotzdem die beste Variante, die wir haben. Wir hätten es vielleicht besser machen können, wenn ich den Reaktor und das andere Zeug ein bisschen besser platziert hätte vielleicht. Da war ich jetzt ein bisschen doof, jetzt zum Beispiel eventuell drehen sollen. Da habe ich nicht dran gedacht, aber gut. Es geht auch so. Okay, jetzt dann einmal da hoch wieder und dann brauchen wir jetzt ein Anforderungsmodul. Das war Modul, habe ich keine mehr, brauche ich eine Brassgeschichte für. Okay, eine Brassmaschine zu den Modulen machen und dann brauche ich einmal eine Anforderung.
Low Retrieval. Danke. So. Oh. Ich glaube jetzt fast, dass das Retrieval Mool nicht funktionieren wird. Weil. Ah. Das sind ja immer wieder unterschiedliche. Wenn ich jetzt sage, ein Retrieval, dann zieht er zwar einen raus, aber eben nur den einen und nicht, alle, nicht den Rest. Weil der eben auch auf NBT-Daten filtert normalerweise. Das könnte jetzt passieren. Hm, wir gucken mal. Dann brauchen wir bitte dann doch das Sendemodul. Und dann einfach nur Sachen reinschicken und fertig. Also, ich möchte bitte gerne hier das Retrieval-Modul haben. So. Und du retrievst mir bitte diese Items. So. Jetzt die Frage. Also einen macht er schon mal, das ist okay. Hm. Ja, da war mein Dings im Weg, mein Magnet. So. Also den macht er schon mal, aber... Oh nee, es funktioniert. Es funktioniert, er zieht alle raus. Er zieht es alle raus. Perfekt. Okay. Dann brauchen wir jetzt wieder ein paar Upgrades für die Bälle. Das heißt, Upgrades. Und zwar, ja, die Emeralds habe ich nicht so viele gerade. Ja, aber Diamanten habe ich ein bisschen was da. Dann könnte ich dann die machen. Ansonsten Gold oder Eisen. Emeralds kriege ich jetzt. Kann ich die irgendwie herstellen? Blasting, Smelting, Crushing. Crushing, Bulk Blasting, Compacting. Emerald Staub. Gibt es den irgendwo? Nee. So, Blödsinn. Casting, das ist klar. Man könnte natürlich jetzt Villager damit. Aber ja, okay. Das geht auch weiterhin. Was sind wir da? Wir können es kaufen für ein Gold, das Ding. Wir können es im Alkehest wie Tomcrafting machen. Ja. Da bin ich sogar schon. Warte mal. Ah. Warum? Farbe ist leer. Gut, dann blockiert es erstmal da. Das ist auch ganz gut. Ha, Moment. Alkahestry. Da fehlt mir noch die Hexenmütze. Die kann ich kaufen für ein Gold. Und, was? Ich hab kein Widerskeletten-Skull? Ernsthaft? Ich habe keinen Widerskeletten-Skull? Das wäre ungewöhnlich. Ja, aber der fehlt noch. Okay. Okay, wie viel macht der denn, der Kollege? Wie viel Restzone verbraucht der beim Alkahestry? 32. Also ich kann 32 Redstone eintauschen gegen Dings. 1 plus 4. Redstone oder Glowstone? Redstone bekomme ich beim Händler für 8 zu 16. Okay. Das heißt, für 16 Silber bekomme ich. Ja, für 16 Silber bekomme ich 32 Redstone. 16 Silber für ein Dings. Für ein Emerald dann in dem Fall. Aber das ist nicht so verkehrt. Man kann sogar auch farmen, finden. Sendebar kriege ich woher? Das hier. Hä? Okay. Na gut, ja, nee. Ist trotzdem, nee, okay. Komisch. Kann man den dann wieder verkaufen? Kann man da vielleicht eine endlose Schleife draus machen? Eine Geldschleife? Nö, ne? Nee. Der lässt sich nicht verkaufen. Vielleicht der blockt dann aber. Nö, auch nicht. Okay. Na
Okay. Kriegen wir dann das Emerald-Erz? Das Emerald-Erz vielleicht irgendwo schnell her? Mit einer geringen Chance. 0,3%, okay. Okay. Oder wir müssen halt eben traden gehen, ne? Mit den Villagern. Hey, ich habe genug Karotten da, also ich könnte mal ein paar Karotten traden. Komm, wir gehen mal ein paar Karotten traden. Ich jetzt mich jetzt groß, dumm und dämlich suche hier. Suchen wir uns mal einen Trader und gehen da mal was verkaufen schnell. So, was haben wir hier für Trader? Was verkaufen die so? Was nehmen die so? Ist keiner. Hier wohnt offenbar keiner mehr. Das ist schon verlassen, das Dorf. Hallo. Da ist er. Herr Blacks. 16 zu 1. Okay. Hier war schon überall drin, ne? Naja. Okay, der will 16 haben für ein Emerald. Würde ich jetzt ungern eine Kohle wegtraden dafür. Was sind denn hier alle? Der hat nix. Du bist der Klerik? Genau. 32 zu 1. Villager unemployed. Du bist der Librarian? Wo ist denn hier euer Farmer? Wo ist denn hier euer Farming Horst? Ich will wissen, was der haben will. Der müsste wahrscheinlich wenn denn hier wohnen, aber. Hallo? Herr Farmer! Okay. Oder hat es gerade mein System ein bisschen geslowt? Interessant. Ja, keine Ahnung, wo der Farmer gerade ist hier. Blacksmith, Kleriker. Würde fast behaupten, da wohnt keiner mehr. Ich meine, wir können ja selber auch einen Farmer rüberziehen, ne? Aber der gibt mir das so auf den Sack mit dem Gedüls die ganze Zeit da. Ja, also der Farmer ist offenbar verschwunden von hier. Was auch mal das gerade war, herzlichen Glückwunsch. Also ich kann gerade meine Sachen nicht eintauschen hier bei den Leuten. Hier müsste auch mal ein Farmer irgendwo in der Nähe sein, aber der fehlt offenbar. Ah, da ist er. Aha! Hey, Kollege! Komm her! Kollege! Hey! Der will haben rote Beete und Weizen. Alles klar. Ich gehe schlafen, komm dann gleich wieder. Na, geht doch. Zack. Und hier. Hüpf. Ich hätte gerne zurücklaufen müssen. Ich habe doch alles in meiner Tasche. Ich hab doch Wireless Lager. Okay, dann nochmal. Alle ab. Den habe ich noch nicht befreit. Den Kollegen, der hat noch Spaß hier. Ich lasse den hier jetzt auch erstmal. Ist mir egal. Anyway.
Herr Farmer, es ist frischer Morgen. Gehen Sie mal aufs Feld. Ich hätte da was für Sie. So, wo kommt denn der hergeschlichen hier? Der lief in diese Richtung. Also, es ist ein Haus irgendwo hier unten. Oi! Oi! Jetzt ist der wieder weg, oder was? Ach, da bist du. Komm her, Jedo. Hier, Wheat und rote Beete. So. Los geht's. Gib mal. Danke. Gib mal. Blönk, dankeschön. So. Guck mal, wie happy der gerade ist. Guck doch mal, wie happy der ist. So. Willst du kurz aufleveln oder so, oder? Ah ja, da ist er wieder. Jetzt nimmt er auch Kürbisse und Kürbiskuchen. Nee, Kürbiskuchen verkauft er. What? Okay, ja. Yeah. I'm recording right now. So, later. So, nochmal rote Beete. Zack. Der Tweet ist jetzt fertig, aber wir haben noch ein bisschen Weizen da. Wait, what now? Achso. So, der ist auch fertig. Okay. Immer noch Kürbisse da, Pumpkins. Ein bisschen was. Oi, warte. Oi, wir sind nicht fertig. Wir waren noch nicht fertig hier. Oh, reduzierter Preis. Nice. Dankeschön. Und. Nächstes Level. Hallo? Hast du jetzt wieder? Ja, er hat jetzt schon neue Trades. Er verkauft Melonen. Okay, die Trades sind jetzt reduziert, aber will er nicht mehr. Na gut, wir haben jetzt ein bisschen was an Dings da. Und wenn wir was brauchen, wissen wir, wo wir wohin müssen. Das passt also. Wir sollten ihn nur eventuell vielleicht dann doch mal einsperren in seiner Hütte. Beziehungsweise vielleicht hier in seinem Feld einmauern. Warte mal. Ist jetzt nichts gegen dich, aber du bist mir gerade zu wertvoll. Als dass ich riskieren könnte, dass du mir hier abhaust, der Kollege. Geh zurück aufs Feld. Und dann bleibst du da und erntest bitte. Danke. Ja, genau. So. Judig, aber jetzt haben wir hier unseren Freund. Du kannst jetzt hier auf ewig, auf immer und ewig, kannst du jetzt hier deine Farm nutzen. Und hast hoffentlich Spaß. Und ich komme hier ab und zu vorbei und trade halt mit dir, nicht? Gut. Wollen wir dir noch ein Dach geben, ja, ne? Glasdach müsste ja reichen gegen Blitzeinschläge, ne? So. Forever alone. Hängt das dann sein Wassergraben fest? Nee, ne? Nee, es müsste ja noch aufs Feld kommen, ne? Okay. Dann machen wir ihm noch eine Durchreiche rein hier. Müssen wir natürlich, lassen wir ruhig. So, anyway. Das war jetzt nur ganz kurz mal die Entführung eines Emerald. Einer Emerald-Quelle. Und jetzt können wir den Spaß zurückpacken hier. Dann können wir die Upgrades holen. Boah, ich finde mal ganz kurz dann die Trims.
Trüm, 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 trüm. So. Dann mal kurz noch ein paar Trims fertig. Für noch mehr Upgrades. So. Und dann. Und dann und dann und dann. Die hier zu den Upgrades machen. Upgrade Templates. Nochmal ein paar Emerald Upgrades. So. Fertig. Und dann hier einen rein, da einen rein, da einen rein. Das passen 1000 Bälle rein. Hier brauchen wir nicht, weil die gehen sofort wieder raus. Obwohl, naja, eventuell stocken die hier. Scheiß drauf. Doch, und dann auch hier nochmal 1000. Okay. Dann können wir jetzt die Pink Dye machen. Also, da habe ich noch ein bisschen was da. Hauen die da rein. Und? Und? Oh, shoot. Why you know? Okay. Sie läuft offenbar voll. Oh boy. Da ist vielleicht ein kleines bisschen die Geschwindigkeit nicht ausreichend. Für das Förderband. Okay. Okay. Aber die kommen noch gut hinterher hier tatsächlich. Das überrascht mich. Oh shit. Okay. Wir müssen da die Geschwindigkeit ein bisschen verdoppeln. Eigentlich sammelt sich dann der Spaß hier, ne? Das ist egal wie wir es machen. Es wird so oder so kacke werden für uns. Oh boy. Das sind so viele Bälle. Okay, damit ist jetzt aber schon mal durch mit einem Schwung. Wir dürfen nur nicht in die Nähe kommen. Und egal wie was machen, wenn wir jetzt die Geschwindigkeit am Förderband erhöhen, bleibt es dann trotzdem hier hängen, weil unten der Dings nicht schneller rausziehen kann. Deswegen müssten dann hier die Dinger upgraden, dass sie noch mehr Sachen anfordern. Was halt auch mehr Blödsinn ist. Wir könnten aber jetzt mal hier die Verbindung kappen tatsächlich. Warte mal. Wrench. Denn die sollen sich nicht mit dem Dings verbinden hier. Ich darf von hier aus so ran? Ja, kann ich. Nur, dass es halt generell nicht zu irgendeiner Verwirrung kommt, wo das Zeug hin soll dann. Ja, okay. Also wir haben zwar schon... Wir schicken es schon so schnell, wie es geht, aber es ist halt eben nicht ausreichend. Das heißt, die werden wir auf jeden Fall Probleme kriegen mit dem... Es geht aber, guck mal, es geht. Guck mal, es geht eigentlich. So. Dann haut er das da durch. Und hier wird dann jetzt... Ach, guck mal, das geht. Also, alles, was wir brauchen, ist es... Eine Singularity. Ein Stack von dem Pulver machen. Ich gerade Ender Dust, habe ich irgendwas da? Ender Dust. Ja, nicht mehr ganz, nicht mehr genug. Also das ist auf jeden Fall schon mal fertig hier. Ja, das ist schon mal, das sehe ich schon mal als komplett fertig an. Im Grunde gehe ich hier hin, werfe das Zeug rein, kurbel, drücke einen Knopf und das wird dann gedingst. Soweit also schon mal so schick. Okay. War gerade nix. Mal zumachen. Hier können wir zumachen wieder. Den Hebel machen wir dann von unten ran später. Die Dinge können wir zumachen. So.
Okay. Und dann da drunter den Fußboden einmal wegnehmen. Damit das schick aussieht. Weil da die Kante da haben, wisst ihr? Was wir halt so machen an der Stelle immer. So. Da muss dann der weg. Und dann können wir jetzt hier den Spaß hinzaubern. Wir wollen? Okay. Ja. Okay. Und damit haben wir fertig. Komplett. Das war's. Das war jetzt die Ecke fertig. Jetzt müssen wir logischerweise noch hier drüben, hatte ich ja schon mal angekündigt, das noch ein bisschen automatisieren. Also das Erzeugen des Schnitts und des Pulvers dann. Das wird dann im Grunde drei Reihen. Machen wir dann die nächste Folge dann. Drei Reihen in Folge. Cutten. Brennen. Weg. Und das machen wir direkt so in einem fertig. Das machen wir dann nächste Folge nochmal. Und dann sind wir so weit, dass wir wirklich jetzt sagen können, wir haben eine, naja, Semi-Automatisierung dieses chromatischen Compounds. Das ist schon gut genug. Also ist für mich persönlich ist das gut genug. Hoffe ich zumindest. Ich weiß nicht, wie viel wir letztendlich brauchen werden, aber wir werden es erleben. Im Großen und Ganzen geht es aber schon mal in die richtige Richtung. Und ja, damit geht es in der nächsten Folge weiter. Das soll es dann für die Folge gewesen sein. Wie üblich, wenn das Video gefallen hat, gerne subscriben oder links dazu wie es klicken. Da gibt es ein bisschen mehr von mir. Bis zur nächsten Folge wieder. Bis dahin. Tschüss.